am Wort ist jetzt aus dem Burgenland kommend Bundesrat Bernhard Hirtschi von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, danke auch für die Möglichkeit dieser Enquete und auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Ich möchte einige Punkte aufgreifen und die meisten im Raum wissen es. Mir ist die duale Ausbildung wichtig und ich bin auch stolz darauf, dass ich als Lehrer an einer Berufsschule tätig bin. Ich war auch unlängst mit einer Schulklasse hier im Hohen Haus, habe eine Führung gemacht, habe vielleicht ein bisschen auch auf die Einrichtungsgegenstände verwiesen und ich danke hier dem Herrn Leopold Lugmeier für seine Ausführungen, denn es war wirklich ein Schmankerl, da bin ich mit den Tischler in den historischen Sitzungssaal gegangen, dort habe ich dann diese Holzladen hergezeigt, diese Zinken und dann hat einer von den Burschen gemeint, die haben da schon einen Haufen Arbeit gehabt vor 100 Jahren, denn heute ist das eine handwerkliche Kunst, die nur mehr wenige beherrschen, die wir zwar noch unterrichten, aber die Schüler haben das richtig einschätzen können, was das damals für ein Aufwand war. Gleichzeitig ist mir auch wichtig, dass ich hier darauf eingehe, weil es heute auch gefallen ist. Es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit, es geht um Klimaziele und wir im Unterricht, wir bauen das ein. Ich unterrichte als Burgenländer in der Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs. Mir ist der Werkstoff Holz sehr wichtig, mir sind die Bäume wichtig und daher haben wir auch im Unterricht immer wieder eingebaut, den Lebensraum Wald natürlich, den Klimawandel, die Klimaziele, die Auswirkungen, aber auch Themen wie Gletscherschmelze und so weiter. Also das wird sehr wohl von vielen Pädagoginnen und Pädagogen in Österreich im Unterricht eingebaut und dafür bin ich allen Pädagoginnen und Pädagogen sehr dankbar. Ein weiterer Punkt ist mir sehr wichtig, da verweise ich auf die duale Ausbildung. Bei mir an der Schule haben wir unlängst ein Treffen gehabt von jungen Tischlerinnen. Ich sage da immer sehr stolz, unser Beruf wird weiblicher, er wird kreativer. Man muss hier alle Denkansätze zulassen und auch das ist eine Facette der Bildung, denn man sagt, die duale Ausbildung, dafür beneidet uns ganz Europa. Es gibt zum Beispiel in Spanien ähnliche Ansätze, aber so wie es wir haben, da können wir als Musterbeispiel und Vorzeigeland dienen. Das heißt, die Berufsbildung ist mir wichtig und ich darf ja auch erwähnen, Werner Amon hat es heute schon gesagt, es ist vom Fundament, von der Elementarpädagogik bis zur Hochschule wichtig, den jungen Menschen Wahlmöglichkeiten zu geben. Auch das wurde geschaffen und da muss man bei der Wahrheit bleiben. Viele Fraktionen haben in den letzten Jahren in unterschiedlichen Rollen auf Landes- und Bundesebene mitgewirkt, damit wir heute dieses Bildungssystem haben, auf das wir stolz sein können. Ich möchte auch noch erwähnen, dass es mich als Lehrlingssprecher sehr stolz macht, dass es in ganz Österreich Investitionen gibt und mir sind wieder einige positive Beispiele näher gebracht worden. Ich war unlängst bei zwei Eröffnungen von Kinderkrippen und Kindergärten. Ich möchte auch positiv erwähnen, zum Beispiel die Berufsschule in Bad Radkersburg, ein wunderschöner Bildungscampus, wo jungen Menschen im Einzelhandel das Rüstzeug fürs Leben mitgegeben wird. Ich möchte die Berufsschule in Feldbach erwähnen, dort werden Investitionen getätigt im Lehrlingshaus, damit die jungen Menschen, die dort ausgebildet werden, dementsprechend auch Karriere machen können. Aber auch die Einladung für meine Berufsschule in Fürstenfeld, die Türen stehen offen, das Gebäude ist schön, aber nicht nur das schöne Gebäude. Die guten Werkstätten. Es sind die Pädagoginnen und Pädagogen, die dort wirken, aber vor allem es sind junge Menschen, die dort eine Ausbildung genießen, vom Lehrling zum Facharbeiter, vom Facharbeiter vielleicht zum Unternehmer, vielleicht zum Meister, denn das sind unsere Fachkräfte von morgen. Das Thema ist sehr vielseitig, aber ich möchte auch das festhalten, dass wir im Zuge jeder Diskussion, wo es um Bildung geht, auch die Berufsbildung nicht vergessen, denn wir brauchen auch künftig kompetente, fähige junge Menschen, die unsere Facharbeiter von morgen sind. Herzlichen Dank, sagt Bernhard Hirtschi, gelernter Tischlermeister von der ÖVP aus dem Burgenland kommend. Nächste Rednerin ist Daniela Gruber-Brunner. Sie leitet beruflich das pädagogische Büro der österreichischen Kinderfreunde.